Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Ja, auf unserer wunderschönen Karte mit dem Namen Bandico. Sagt euch vielleicht was. Ja, wir sind hier immer noch bei der großen Ernte. Von diesem Feld. Warte mal, gucken wir mal hier generell, was auf welchem Raps, Weizen, Zuckerrüben, Potatoes. Ist ja okay, also wir hätten schon was, was wir hier machen können. Das wäre nicht das Problem. Dass wir nichts haben. Weil wir haben Körnermais, wir haben Raps, wir haben eigentlich alles. Maishäckseln kommt noch nicht, weil wir nichts haben im Cosplay. Zu dumm dafür. Nee, es hat eigentlich den ganz einfachen Grund. Ich glaube, es ist 2.0 hier. 1.0, ich weiß es nicht. Und ja, es wäre ja. Ja, okay. Es wäre ja ein bisschen peinlich, wenn wir jetzt Cosplay haben, aber verkehrt, obwohl so viel ändert sich doch gar nicht. Nur ein paar Bugfixes. Ja. Es wäre peinlich, wenn wir eine komplett andere Karte hätten. Dann keine Kurse und so jetzt rumheulen, so wie ich. Gerade in eigene Falle gelaufen. Naja, okay. Und wir brauchen ja auch noch keine Silage so groß. Wir beschäftigen uns jetzt hier erstmal so mit den Ernten. Damit haben wir schon genügend zu tun. Könnten wir hier für mich auch. Steuerung, wir müssen auch noch. Ich bin irgendwie voll dumm, um hier irgendwas einzustellen, damit es gut wird. Hier auch so eine schöne Hupe. Ja, es waren noch Zeiten. Ich meine, bei uns fahren die immer noch teilweise rum. Jetzt wirklich. Weil effiziente Maschinen. Ich sag dir nur, falls ihr es kennen solltet, ZT Schmiede Zechin. Verwandtschaft von mir. Ja.
So, es lädt. Okay, 95% ist ein bisschen viel. Oh, der Qualm. Ich liebe es, wenn die so schwarz qualmen. Hier war doch Weizen und Gerste. War nicht. Ah, steht nie dran. Ach, hier gibt's ein Strohlager. Schön, dass ich davon auch erfahre. Das hier ist schon mal nicht das, was wir suchen. Ich schätze mal dort hinten. Dort. Ja. Das ist es. So, jetzt fahren wir hier mal rein. Ich weiß zwar nicht, wozu wir es hier gerade einlagern, aber so, warum sollten wir es nicht einlagern? Das ist jetzt schon eine andere Frage. Ja. Denn jetzt hier unser schöner niedriger, ach hier. Hier fährt er. Ah, da geht noch was ran. Oder? Ja. Den vorderen müssen, also in Droscher müssten wir mal wieder abtanken. Ja, der fährt auch ganz schön. Okay, mal Rinder mit.
So. Wie heißt mit dem Stroh aufsammeln? Das dauert noch. Ja. Und wir nehmen jetzt bloß noch 3-4 Ladungen. Und dann. Ja. Sagen wir denen, der soll einen Strohreis anmachen. Ja, was soll man mit so viel Stroh? Hier kommen dann. Das werden dann hier, wenn wir es alles einlagern, 90 Tonnen. Das ist ein bisschen heftig. Weil jetzt sind ja gleich 30 Tonnen drin. Das haben wir hier sowieso alles, was wir verkaufen können. Ja, okay, Kompost. Na, schätze ich nicht. Dass wir den machen können, so richtig, aber naja. Man weiß ja nie. Aber ich rutsche irgendwie voll. Wisst ihr, woran das liegt? An meinem wunderschönen. Okay, ich sollte es lassen. So. Jetzt machen wir die vorletzte Ladung Stroh fertig und das ist gut. Und jetzt mal ehrlich, was sollen wir mit so viel Stroh? Ja, wohl ein bisschen viel schon an sich, die 90 Tonnen, wenn wir die einlagern, dann auch noch so generell. Ja, gut. Das war's jetzt auch schon mit diesem Part. Lasst eine positive Bewertung da oder sogar ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.